Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr versteht mich, denn das geht schon seit heute Morgen um 6:30 so, ohne Unterbrechung quasi. Ja, wir wohnen neben einer Baustelle. Und ja, heute ist Dienstag und ich nehme euch heute mal wieder mit durch meinen Alltag. Und zwar gehe ich heute, muss ich heute unbedingt, Schwangerschaftshosen kaufen. Es ist so komisch, jetzt das erste Mal darüber zu sprechen in einem Vlog von mir. Ihr habt ja letzte Woche Sonntag schon mein Video, mein Ankündigungsvideo zu meiner Schwangerschaft gesehen. Ich bin jetzt derzeit aktuell in der 13. Schwangerschaftswoche. Wenn ihr den Vlog seht, bin ich sogar schon in der 14. Schwangerschaftswoche. Aber ich muss jetzt heute unbedingt losgehen und ein paar Hosen kaufen. Ich war gestern schon mal unterwegs, aber habe nichts gefunden. Ich war in der Stadt extra nach Antwerpen reingefahren und ich war da 3-4 Stunden unterwegs und habe nichts gefunden. Es war so voll und ich bin nur mit Rückenschmerzen und mega Kopfschmerzen nach Hause gekommen, aber ansonsten komplett erfolglos. Deswegen wollte ich heute unbedingt nochmal nachschauen. Ich weiß noch ein, zwei andere Geschäfte, wo ich gucken könnte. Muss mich aber erstmal fertig machen jetzt. Und ich kann euch mal meinen aktuellen Schwangerschaftsbauch zeigen. Heute Morgen sieht er gar nicht so dick aus, aber wenn ich irgendwas gegessen habe, ich passe einfach nicht mehr in meine alten Hosen rein. Zumal ich auch nur eigentlich high-waisted Jeanshosen habe, immer ein kleiner Schrank. Und ja, die sind so ungemütlich und die schnüren meinen Bauch komplett ab. Deswegen muss unbedingt was her und ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Also, ja, man sieht, glaube ich, jetzt gar nichts. Ja, heute Morgen ist er noch ziemlich flach. Aber, ja, also heute Morgen ist er noch ziemlich flach. Und wenn ich etwas gegessen habe oder abends, dann wölbt er sich nochmal wesentlich mehr. Gestern sah ich schon sehr hochschwanger aus. Und ja, ich muss unbedingt Hosen kaufen, denn jetzt habe ich diese Woche noch Urlaub. Nächste Woche, ab dem Wochenende, muss ich wieder komplett arbeiten und da habe ich keine Zeit und auf der Arbeit brauche ich Hosen. Ich habe nämlich nur die Hose, die ich gerade trage. Das ist eine Schwangerschaftshose, was meine einzige und ansonsten passt mir wirklich nichts. Ich kann ja nicht die ganze Zeit in derselben Hose laufen. Ich mache mich aber erstmal fertig, denn ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Also bis gleich nochmal. So, ganz kurz Ruhe. Ich bin soweit fertig. Es ist relativ warm noch heute. Ich werde mir später so einen Strickjacke überschmeißen. Werde jetzt aber erstmal was essen, trinken und meine Schwangerschaftsvitamine einnehmen. Die nehme ich jetzt nämlich jeden Tag morgens. Schon seit Anfang der Schwangerschaft natürlich. Und ja, erstmal gehe ich jetzt was essen und dann, glaube ich, fahren wir auch schon gleich los. So, ich bin jetzt im Auto. Ich fahre jetzt zu Belle und Bo. Ich glaube, das ist die belgische Variante zum Bon Prix in Deutschland. Ich glaube, denn die haben ungefähr so denselben Stil. Ja, ist auf alle Fälle auch so ein Laden, in dem ich eigentlich eher nicht gehe. Ich habe da, glaube ich, einmal ein T-Shirt von gekauft, aber das war es auch. Aber meine Arbeitskollegin meinte, dass die da auch Schwangerschaftskleidung haben. Und da werde ich gleich mal gucken. Und dann werde ich nochmal in den H&M fahren. Denn, ja, da habe ich letzte Woche schon was gesehen. Wollte aber erstmal warten, weil ich dachte, ja, ich finde bestimmt in der Stadt viel mehr Dinge. Aber ich habe gestern nichts gefunden. Ich befürchte, dass die jetzt bei H&M in meiner Nähe hier, dass die schon alle ausverkauft sind mittlerweile, aber ja, ich guck mal. Und ja, mein Heuschnupfen, der plagt mich schon seit Tagen jetzt wieder und ich kann ja nichts nehmen wegen meiner Schwangerschaft gerade oder ich will auch nichts nehmen. Und deswegen plage ich mich damit rum. Vor allen Dingen nachts kann ich nicht schlafen. Erstmal, weil ich sowieso 5-mal auf Toilette rennen muss, obwohl das schon ein bisschen besser geworden ist in letzter Zeit. Und weil ich halt nicht atmen kann, weil meine Nase komplett dicht ist. Und ab 5 Uhr, 6 Uhr morgens muss ich anfangen zu niesen, niesen, niesen. Und ja, meine Nase läuft und dann ist sowieso vorbei mit Schlaf. Also so, ich bekomme so in letzter Zeit jeden Tag oder jede Nacht so ungefähr 4-5 Stunden Schlaf. Unterbrochenen Schlaf. Also so, ja, deswegen, ja, Augenringe habe ich ja sowieso immer, aber deswegen sind die jetzt vielleicht auch gerade besonders stark. Erstmal wegen Heuschnupfen und dann wegen Schlafmangel. Aber nun gut, ich bin ansonsten komplett happy mit meiner Schwangerschaft. Ich darf mich echt nicht beklagen. Und jetzt fahren wir aber erstmal los zum Shoppen. So, bei Belle und Bo war ich ja auch erfolglos. Ich habe gerade so ein Ohr im Ding, nein, in so ein Ding im Ohr. Denn ich glaube, dadurch versteht ihr mich besser, auch wenn ich unterwegs bin. Ich probiere das heute mal aus. Sieht zwar nicht ein bisschen,
sieht so ein bisschen blöde aus, aber dann seht ihr mich besser. Ich war gerade hier im Drogeriemarkt danach. Ja, wie gesagt, bei Berle & Bo war ich erfolglos, denn die haben gar keine Schwangerschaftskleidung mehr, haben die mir auch erzählt, auch in einem größeren Laden nicht, komplett aus dem Sortiment genommen. Deswegen werde ich jetzt doch noch einmal zu H&M fahren und da auf mein Glück hoffen. Ich war aber noch im Drogeriemarkt und habe mir ein paar Sachen gekauft, die zeige ich euch mal ganz schnell. Ich hoffe, ihr seht mich so. Einmal habe ich mir nachgekauft die Catrice Glam & Doll Mascara, die Sculpt Volume & Definition. Finde ich richtig gut. Kostet 3,99 € und ja, meine ist schon sehr bröckelig geworden, deswegen habe ich mir jetzt eine neue gekauft. Und dann waren Nagellacke von Essence im Angebot, 2 für 3 €, also man hat 40 Cent gespart. Und normalerweise, wenn ich arbeite, kann ich mir meine Nägel nicht lackieren, da das nicht erlaubt ist. Aber jetzt zum Beispiel in der Woche Urlaub habe ich mir meine Nägel lackiert und ich habe eigentlich so eine neutrale Farbe vermisst. Also ich habe eine, aber die steht mir nicht. Und dann habe ich einfach ein normales Rosa verwendet und das fand ich ganz schön, aber ich wollte noch ein paar mehr Optionen haben und deswegen habe ich mir jetzt einmal die beiden Farben hier von Essence gekauft. Und der hier, das war eine aus einer neuen Kollektion und der ist wirklich sehr schön deckend. Den habe ich mir auch gleich mal ausgetestet, habe den natürlich auch genommen. Und zwar ist das die Farbe 98 Pure Beauty und ja, der ist wirklich sehr schön deckend und ja, fand ich schön. Und dann habe ich mir die Farbe 56 You and Me gekauft. Die fand ich auch sehr hübsch. Ein lila, stichiger Rosaton. Ja, fand ich sehr hübsch. Dann musste eine neue Handcreme mit, beziehungsweise eine Nachkauf-Handcreme. Denn ja, für meinen Nachttisch brauche ich unbedingt eine sehr reichhaltige. Und das ist wirklich die beste Handcreme eh und je, die ich jemals ausprobiert habe. Ich weiß, die gibt es nicht in Deutschland, aber von Mixer, die ganze Produktreihe von Mixer kann ich wirklich empfehlen für sehr trockene Haut und sehr empfindliche Haut. Deswegen musste die einmal mit. Und dann konnte ich nicht dran vorbeigehen, denn ich habe das so noch nie gesehen. Von Haribo hatten die so eine Fruit Mania Reihe, hat jetzt 99 Cent gekostet. Warte mal, die Leute gucken mich hier gerade ein bisschen blöde an. Ja, so eine Berry Reihe und die fand ich sah mega gut aus. Da werde ich auch gleich mal einen von probieren. Und so, ich war jetzt doch erst beim Einkaufen, denn wir brauchten noch frisches Obst und Gemüse. Und meine Schwiegermama brauchte Klopapier und Toilettenpapier. Und Küchenrolle und Wasser. Das werde ich jetzt erstmal einpacken. Hier seht ihr eine kleine Übersicht. Ich werde keinen Foodhaul abdrehen. Ich werde es einfach so zeigen und gleich weiter hoffentlich eine Hose kaufen. Die Dinger hier sind übrigens echt ganz lecker. Wer Beeren mag, der wird die auch mögen, glaube ich. Hier muss ich sein. Jeanshose gefunden und eine kurze. Die will ich auch für den Urlaub gebrauchen, wenn wir im September in Urlaub fahren, fliegen an den Strand. Ist ein bisschen weit hin, aber ja, jetzt sind die im Sale und ich habe mir einmal ein T-Shirt gekauft. Ich will mal gucken, das in Weiß ist auch total schön, aber das ist sehr durchsichtig, glaube ich. Ja, ich habe das einmal in Schwarz gekauft. Jetzt werde ich mal gucken nach den Home-Abteilungen, ob da noch irgendwie was
Im Sail ist was Schönes. Bettwäsche vielleicht. Handtücher haben wir erstmal genug. Schon was für die Baby, für das Babyzimmer. Aber wir wissen ja noch nicht, was es wird. Das wissen wir ungefähr in 2 bis 3 Wochen, was es wird. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das ist ja auch süß. Ein Zuckertopf oder so. Süß. Oh, guck mal. Oh, mega süß mit Öhrchen. 4 Euro. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ich stöbe hier noch mal ein bisschen. So, ich bin jetzt fertig mit Shoppen. Und ja, ich habe 2 Hosen gefunden, eine lange, eine kurze. Ich wollte eigentlich erst keine kurze kaufen, aber dann dachte ich mir, jetzt sind sie im Sale, im September fahren wir in den Urlaub oder fliegen wir in den Urlaub. Wir wissen noch nicht ganz genau wohin, aber wahrscheinlich wird es wieder Teneriffa sein. Und ja, da brauche ich kurze Sachen und ich dachte mir, warum nicht? Ich habe mir beide Hosen auch in einer Nummer größer mitgenommen, an die ich normalerweise jetzt habe. Die passen auch, aber sind halt ein bisschen locker und ich habe es absichtlich so gemacht, denn ja, ich weiß halt nicht, wie mein Körper sich noch verändern wird in der Schwangerschaft. Vom Bauch her wird das so auf alle Fälle passen. Das Band halt, das Bauchband, aber an den Beinen weiß ich halt nicht, ob ich da noch zunehmen werde mit Wassereinlagerungen und so weiter. Deswegen habe ich mir sie ja in einer Nummer größer mitgenommen und das T-Shirt, das war in einer M. Das sitzt gut, aber das hat auf alle Fälle noch viel Platz für meinen Bauch. Und ja, ich fand das wirklich richtig schön. Und dann habe ich mir noch einen Seifenspender mitgenommen, denn ja, ihr habt vielleicht im vorigen Vlog mal gehört, dass ich bei IKEA einen gesucht habe. Ich habe einen richtig schön gefunden, aber der ist leider zu groß für unser kleines Gästewaschbecken. Der steht jetzt in der Küche. Das sieht da auch richtig schön aus, aber ich brauche halt immer noch einen. Braucht immer noch einen für das Gästewaschbecken und das habe ich mir jetzt geholt. Einen ganz einfachen, schlichten schwarzen. Ich kann euch den ja mal zeigen, wenn ich da jetzt rankomme. Ja. Der war halt runtergesetzt von 8 Euro auf 4 Euro und halt so ein, ist halt so ein mattes, dunkles Anthrazit, ja, fast schwarz. Und ja, ich fand den ganz hübsch, passt auch alles, auf alle Fälle sehr gut bei uns mit in die Wohnung rein. Und jetzt fahre ich nach Hause, erstmal natürlich zu meiner Schwiegermama, das Wasser und Klopapier und so weiter abgeben bei ihr. Und ja, dann werde ich nach Hause fahren, die Einkäufe ausladen und mich erstmal ausruhen müssen, denn mein Bauch, der verkrampft sich so leicht ab und zu und ich glaube, das ist einfach nur, ich glaube nicht, dass er jetzt schon hart werden könnte. Ich glaube, das ist einfach, weil er halt wächst. Meine Gebärmutter wächst halt, aber mir ist seit vorgestern, also seit dem Wochenende eigentlich immer richtig schwindelig die ganze Zeit. Also gestern war es richtig extrem schlimm, da war ich halt auch in der Stadt einkaufen und da war mir richtig schwindelig die ganze Zeit selbst. Also nicht nur beim, wenn ich mich hingesetzt habe und hoch aufgestanden bin, sondern wirklich auch beim Laufen, beim Stehen, richtig schwindelig die ganze Zeit. Ich habe genug gegessen und getrunken, also daran hat es nicht gelegen. Ich werde das mal am Donnerstag, dann übermorgen habe ich einen neuen Frauenarzttermin, werde ich mit meinem Frauenarzt abklären. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie an Eisenwert liegt oder Blutarmut, denn das war ja am Anfang der Schwangerschaft richtig gut. Aber ja, sowas kann sich auch immer ändern. Ich hoffe, dass es aber nicht daran liegt, sondern nur irgendwie an einem zu niedrigen Blutdruck. Muss ich mal abklären. Aber jetzt fahre ich erstmal los nach Hause. So, ich bin jetzt wieder zu Hause, habe alles eingepackt und ich habe mir auch schon ein bisschen Obst gewaschen. Und zwar habe ich mir hier einmal Brombeeren gekauft und oh, die sind so lecker. Ich habe ja schon eine von probiert und ja, die werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und da habe ich mir auch Kirschen gekauft, richtig, richtig lecker. Die sehen so gut aus. Normalerweise reagiere ich allergisch auf Kirschen, jetzt gerade zur Heuschnupfenzeit. Da schwellen mir meine Lippen immer komplett an. Manchmal geht es nicht. Deswegen probiere ich immer eine erst, warte 10 Minuten und wenn da nichts passiert, dann kann ich weiter essen. Aber ich liebe Kirschen über alles.
Und wenn ich nichts weiter vorhabe an dem Tag, dann esse ich die auch so und lebe halt mit angeschwollenen Lippen. Ja, deswegen, meine Lieben, verabschiede ich mich heute auch schon von euch. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Das war mein erster Schwangerschaftsvlog, ja, eigentlich nicht, ne? Aber an dem es offiziell ist, dass ich schwanger bin. Und ja, ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen mit meinem Obst. Ich werde mir vielleicht auch ein Brot machen. Ja, ich habe noch keinen Mittag gegessen. Es ist mittlerweile auch schon wieder 20 vor 2. Jetzt am Sonntag kommt übrigens mein zweites Schwangerschaftsupdate schon online. Denn ja, ich habe die vorgedreht, damit ich hinterher auf dem aktuellen Stand bin, damit ich auch nichts vergesse, dass ich das nicht nachdrehen muss, sondern ich habe das halt dann schon vorgedreht und das war, glaube ich, von der 5. Woche bis zur 8. Woche. Also seid gespannt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!